Na. Was zuerst da war? Ei oder Henne? Puh, das ist doch einfach. Nee, nichts leichter als das. Reichlich komisch. Findest du? Ja. Wo es mir nicht gefällt, ich gehe nicht fort hier. Bitte? 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 Du kannst mit geschlossenem Mund, kannst du das machen? Das ist erstaunlich. Das? Was? Launebär, wie verstehe ich das? Was war das? Was war das? Hast du mich veräppelt? Hey! Hast du mich veräppelt? Sag mal, liegt das an dem Kuchen? Ja, liegt das, liegt am Kuchen. Du sprichst plötzlich in fremden Sprachen. Launebär, hey, krieg dich ein hier. Hey, Freundchen, komm her. Mensch, ja, was war denn das? Ja, man muss auch Fremdsprachen beherrschen. Lila. Los. Hier auf dem Launespeicher, ja! Wer? Ja, das ist der große Moretti. Halt dich fest und pass auf. Lila Launefix! Und der große Moretti ist ein wahrer Zauberkünstler. Allein durch Hypnose bringt er seine Frau zum Schweben. Sie scheint wirklich in Trance zu sein. Es ist kaum zu glauben, er kann sie hochheben, als sei sie leicht wie eine Feder. Nur gestützt durch diese beiden Papierpalmen. Und es kommt noch besser. Ich weiß auch nicht, was mit dem Launebär los ist. Der hat das ein bisschen ernst genommen mit der Zauberei. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Jetzt ist er weg. Wo? Launebär! Ich hoffe es nicht, zurückzukommen. Ich hab den Spruch vergessen. Ganz ruhig! Zaubersprüche habe ich jede Menge. Nacht, Launebär, was hast du denn da angerichtet? Das gibt's doch gar nicht. Ey, das, wie kommt denn das? Ganz einfach, im Launeland ist alles möglich. Könntest du Ja. Du machst dir da einen fröhlichen Lenz und ich hab hier Zahnschmerzen. Soll ich vielleicht auch noch Trübsal blasen? Hättest du mal immer den Zahnarzt besucht? Du wirst jetzt weggezaubert. Ich hab einen Freund, Launebär. Ich bleib hier. Zauber ihn weg und zwar sofort den doppelten Kerl da. Ich bleib hier. Mach ich trotzdem. Ich bleib hier. Launeland und Mäusespeck, der zweite Metti, der muss weg. Launebär, hör mir mal gut zu. Ich werde jetzt für dich zaubern. Nein, nicht schon wieder. Aufgepasst. Ja. Hep und hep. Hey, Metti. Hep. Metti, das ist ja Zauberei. Hep. Das sieht ja ganz komisch aus. Ist das eine Schlafmütze? Das sieht komisch aus. Ja. Naja, Gott, da hast du ein bisschen recht. Sie werden jetzt Zeuge eines großen Ereignisses. Der erste lila lebende Launebär der Welt mit Schaweinohren. Ja, für solche billigen Tricks muss man sich hergeben. Blätti, wie siehst du denn aus? Jetzt bin ich auch ein lila Launebär. Guck mal, wie gefall ich dir? Pelz und Fell und vor allen Dingen die Füße. Bärenstark, Metti, bärenstark. Bitte sehr, das ist der lila Schneidebär. Ja, ich bin es, ich bin es nicht. Aber auch der Launebär macht, was Verkleidungen angeht, vor nichts Halt.
Was wohl Matthias Reim dazu sagen würde? Aber mal abgesehen von dem ganzen Klamauk, haben die beiden auch noch alle möglichen Berufe ausprobiert. Wie siehst denn du aus? Ja, ich bin... Das ist Karneval, ich privat. Ich bin Seemann. Ich gehe auf See. Ich gehe auf Diät. Ja. Ich bring erst mal den Kram. Jeder das macht das, was er nötig hat, ne? Seemann. Nee, ist natürlich nicht mein Sonntagsanzug, aber ab und zu, auch wenn man sonntags nicht arbeiten sollte, lassen sich ein paar Arbeiten nicht aufschieben. Ihr versteht. Gefühle sind, wenn man feststellt, man sollte nach einem harten Winter noch mal richtig nett zueinander sein, noch mal so richtig kuschelig, so richtig Schmusemann und Söhne. Betty, ja. Wie wär's denn einfach? Ein Freund, ein Wunderfreund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein nochmal ist das alles, was ich tun kann? Natürlich, einen schönen Baby, den kann man nicht verbessern. Sag mal, kannst du mir nicht mal ein bisschen helfen, statt hab nur rumzumotzen? Guck mal hier, ich habe alle Bücher sortiert. Wonach hast du die sortiert? Nach Gewicht. Nach Gewicht? Du sollst sie nicht warm anziehen, du sollst dich warm arbeiten. Ich liebe ja meinen Bär, also gehe ich für ihn Bäume fällen. Matti, nicht Bäume fällen, sondern Holz hacken. Ja, ist ja gut. Ich hätte aber lieber Blümchentapeten an der Wand gehabt. Ich hätte aber lieber ein Kabautertapete. Du hast einen Vogel. Blöd, Mann. Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen, mein Lieber. Ja, das fehlt mir gerade noch, Hühnchen rupfen. Also irgendwie habe ich das allmählich ein bisschen satt. Du bist ein bisschen eingebildet geworden. Du wolltest Geld mit deinem Kopf drauf haben, jetzt auch noch Münzen mit der... Ich habe doch Besseres zu tun. Also was, wo bin ich denn hier überhaupt? Hey, ja, seit denkt sich der denn, dieser Bär? Was hat er denn jetzt wieder... Jetzt ist er eingeschnappt. Ja. Dann beschäftige mich eben selber. Ja, ich beschäftige mich auch mit mir selber. Ich brauch mich ja gar nicht. Puh, ich dich auch nicht, so. Schöner Freund. Schöner Freund. Kann ich nur sagen, schöner Freund. Na, Launebär, geht's dir jetzt wieder besser? Mich kannst du heute nicht ärgern. Deine fiese Matenten, die kann ich nicht leiden. Gut, dann mach ich auch. Und überhaupt, mit anderen Kindern gehst du draußen spielen und ich darf zu Hause sitzen und warten. Schöner Freund bist du, schöner Freund, ehrlich. Und was mache ich? Ich warte hier, ich werde mir das merken. Von mir aus machen wir in Zukunft alles getrennt. Kannst du haben, jawohl. Wenn du es nicht anders haben willst, kannst du haben. Machen wir erstmal einen Punkt und das Licht aus. Und dann reden wir mal weiter, und zwar Klartext. Weißt du, wie das mit der Freundschaft ist, mein Lieber? Jetzt übertreibst du aber wirklich. Wenn zwei sich mögen, dann lassen sie sich die Freiheit. Dann kann der eine auch mal was ohne den anderen machen. Sonst hängen sie immer wie die Kletten zusammen. Und dann ist überhaupt nichts mehr da. Und überhaupt, man muss auch gönnen können. Was muss man können? Gönnen können. Du hast wieder mal überhaupt keine Ahnung. Aber davon hast du eine ganze Menge. Ein Brief? Für mich? Ja, Matti steht drauf. Das kann ja nur vom Launebär sein. Bin ich aber mal gespannt, was er mir... Ich wollte dich nicht verletzen. Och, ist das lieb. Ich wollte dich nicht verletzen, schreibt er mir und klebt mir ein Pflaster dazu. Das ist eine hübsche Idee. Ach, wird's mir richtig warm ums Herz. Mal hier, das habe ich für dich. Das kann nicht wahr sein, das kann ich nicht annehmen. Doch, kannst du annehmen. Dankeschön. Bitte. Nimm mich so, wie ich... Och, ist das nett. Wir haben uns wieder vertragen. Ja, klar. Wenn du eine Träne wärst, würde ich dich nicht weinen wollen, um dich nicht zu verlieren. Ich will auch nie wieder eifersüchtig sein. Nie wieder? Nie Man wieder. Soll nie, nie sagen. Ja. Oh, weia, Matti! Matti, was machst du für ein Lärm? Heute ist wirklich nicht mein Tag. Matti, was ist los? Ich hab mich geschnitten. Oh, Hilfe! Schnell, Arzt, Feuerwehr, Verbandskassen, Krankenschwester! Schnell, ein Pflaster! Wie man freiwillig da untertauchen kann, das verstehe ich nicht.